Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spiele ich Timo auf der Midlane. Wir haben zwei AFKler. Und es schaut so aus, dass wir das Game gewinnen. Ich spiele Timo, ja, einer der größten Schnups, was es überhaupt gibt. Ich weiß. Aber es macht einfach Funny mit den. Spaß mit dem zu spielen, muss man sagen, im Team. Ah, scheiße. Also ein Timo ist richtig unnormal, Mensch. Also richtig unnormal. Es ist wirklich nimmer normal. Ich nehme das wieder erst ab da auf, weil er hat angeschrieben, man soll nicht Timo spielen und das. Aber wenn man denkt, dann nehme ich Spart auf und zeige euch das, dass wir zwei AFKler haben. Und ja, die haben das mit Level 9 und 8 sind sie ausgegangen vom Spiel. Was ich meine, jetzt verlieren wir, wo es überhaupt nicht so ist. Und ja. Haben sie gemacht, wenn sie leer aus oder das Internet hat, ist bei denen auch aktuell irgendwas, keine Ahnung. Aber jedenfalls hat es bei uns jetzt so schlecht aus. Nur, also ich nicht mag, anderen Meter, was ich macht. Ja, dann sagen wir es mal dreimal. So. So. So, gehen wir weiter. Schau mal, Alter, ich hab das auch mal. Scheiße. Ups. Schauen hau ja mal, das ist schon mal klar. Zwei Qs, ich... So, so. Also mit zwei Qs ist der Weiger tot eigentlich. Zu spät, ne? Und pusht sie komplett durch, was du? Da ist schon mal. Das ist immer normal, Alter. Die Gegner möchten jetzt anscheinend noch gewinnen, aber ich schau, dass es... Was? Ein bisschen. Ihr seht jetzt, wie viel Schaden ich mache. Das ist nicht mehr normal. Also, schreibt es in die Kommentare mal, wie ist Timo vielleicht. Also, ich spiele recht gern, muss ich ehrlich sagen. Aber er ist halt, wo man meist reportet wird, das ist ja wieder ein Nachteil. So, weiter. Ja.
Schau, der ist nicht so gut, als wie ich gedacht habe, aber mal weiter. Scheiße, Scheiße. Aber man muss ja denken, wir haben zwar AFK gehabt, wir haben nur zu dritt gekämpft. Muss man auch denken. Das Spiel haben die leider nicht mehr reisen können, obwohl die Tür schon eher 3 oder 4. Aber ja, ihr seht selber, dass es nicht geklappt hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.